Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zur neuen Folge hier in Minecraft. Und heute geht's ran, dass wir uns ein Pferdestall mit Reiterhalle dazu einmal hinbauen wollen. Ich habe hier überlegt, auf meiner Welt baue ich mir so eine Ranch hin oder so einen Bauernhof. Ich weiß es noch nicht so ganz genau. Aber sowas habe ich noch nicht in Minecraft gebaut und Pferde sind ja ein großes Thema hier im Spiel. Von daher müssen wir den auch irgendwie so eine Halle bauen. Von daher schnappen wir gleich mal unsere Blöcke und dann geht's los mit unserer Pferde-Reiterhalle. Für den Start dieser Folge geht's erstmal los mit natürlich dem Grundriss von unserem Pferdestall. Mit Reiterhalle natürlich. So, wir fangen an. Ich nehme erstmal ein paar Steinziegel. Und wir machen uns erstmal, würde ich mal sagen, die Boxen für die Pferde fertig. So, die zwei Gebäude sind ja aneinander montiert. Das heißt, ich mache mir jetzt erstmal, würde ich mal sagen, den Türrahmen für den Eingang. So, dann machen wir jetzt erstmal 5 Blöcke hier an sich mit unserem Beton einmal hin. Dazwischen lassen wir mal 4 Blöcke Platz. Nochmal so 5 Blöcke hin. Oben machen wir einfach mal hier so ein paar umgedrehte Steintreppen. So, daneben geht es weiter mit Steinziegelblöcken. Da setzen wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blöcke einmal ran. So, dann wollen wir das Ganze einmal nach hinten wegziehen. Dabei lassen wir jetzt immer, würde ich mal sagen, also wir setzen erstmal 3 Blöcke hin, lassen 2 frei für unsere Pferdebox. So, und dann machen wir jetzt immer 3 hin, 2 frei lassen. Und das machen wir jetzt so oft, sage ich mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mal. Dass ihr insgesamt halt 7 Eingänge habt. So, danach geht es dann weiter. Und da setzen wir nochmal an diesen Dreier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blöcke einmal ran. So, gehen nochmal nach oben weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na, dann haben wir hier wieder 8, so wie auf der Vorderseite. Und machen nochmal die gleiche Tür hier einmal rein, wie wir die vorne haben. Das heißt 5 Blöcke hoch und in der Mitte unsere Treppen. So, als nächstes nehmt ihr einmal eure abgezogenen Holzstämme einmal raus. Ich finde diese Muster eigentlich ganz toll dafür. Die setzen wir einmal jetzt auf unsere Reihe, die wir hier lang gezogen haben, hin. Und zwar insgesamt 3 Mal. Wenn ihr das soweit geschafft habt, nehmen wir jetzt mal Fichtentreppen. Wir setzen sie mal Vorderseite und Rückseite so hin, dass die, sag ich mal, so umgedreht sind. Hier auf der Seite können wir ruhig Blöcke nehmen. Wir werden hier später noch ein Dach bauen. Das heißt, ja, das sieht man sowieso nicht, was wir hier hinsetzen. So, und auf der Rückseite wieder einmal die Treppen. Auf der Seite können wir nochmal unsere Baumstämme oben einmal hier platzieren. Und darunter setzt ihr gleich einmal Schwarzeichenstufen hin, damit wir hier diese Eingänge für unsere Ställe schon mal haben. Für unsere Pferdchen, damit die auch rausgehen können, um mal was Grünes zu fressen. So, jetzt geht es weiter, dass wir natürlich jetzt den Abschnitt einmal trennen zu unserer Reiterhalle. Wir nehmen wieder mal unsere Steinziegelblöcke und ich setze jetzt einen einfach mal vor unserer Halle hier hin und ziehe jetzt den einfach mal gerade an der Seite hier nach hinten weg. Bis auf der anderen Seite ankommen und hier genau das gleiche Spiel, also einen einfach überstehen lassen. So, jetzt gehe ich nochmal 2 zur Seite weg. Dann kommt hier wieder eine Tür einmal rein. Die ist wieder, ja, würde ich sagen, genauso wie die andere. Das heißt 5 hoch, 4 Blöcke unten freilassen und hier wieder einmal die Treppen oben hinsetzen. So, dann wieder unsere Steinblöcke und dann setzen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Blöcke einmal ran. So, die Seite müsst ihr nicht mehr zählen. Ihr könnt die jetzt einfach so wieder nach vorne ziehen. Und achtet einfach darauf, dass ihr genau da seid, wo ihr schon drüben angesetzt habt. So, dann können wir hier die Reihe auch wieder lang ziehen. Hier müssen wir nicht mehr zählen. Warum müssen wir nicht mehr zählen? Wir gehen jetzt von der Mitte aus, 2 Blöcke hinsetzen. Dann setzen wir wieder unser Tor hier hin. Und das Tor machen wir halt wieder auf 5 hoch und 4 in der Mitte Platz lassen. Und dann habt ihr hier wieder euren 5er. So. Treppen oben hin, wunderbar. Und dann kommt wieder ein bisschen Massenarbeit. Auch hier setzen wir wieder auf unsere Steinblöcke 3 Mal unseren Baumstamm.
Wir wollen auch hier wieder einmal unsere Treppen hinsetzen. Auf der Vorder- und Rückseite lassen wir die jeweils wieder so umgedreht. Einfach mal so stehen. Hier in der Mitte machen wir einfach mal Blöcke hin. Weil wir natürlich jetzt hier nur eine Dicke haben. Das heißt, die kriegen wir natürlich nicht so umgedreht hin. Aber Rückseite wieder hier einmal so umgedreht. So, da ziehen wir hier einmal so vorne lang. Und wir werden das Dach jetzt so bauen. Also das könnt ihr euch jetzt aussuchen, ob ihr jetzt Blöcke nehmt oder Treppen nimmt. Man kann die Treppen, also man kann dieses... Das ist so ein bisschen hier ein bisschen schmaler, ist schon sehen. Von daher, ja, Geschmackssache. Macht, wie ihr wollt. So, ich lasse es bei den Treppen. Wenn ich mir die jetzt hier so einmal rumgezogen habe, könnt ihr natürlich jetzt erstmal, bevor wir weiterbauen, das oben, einmal die innere Fläche austauschen. Das heißt natürlich bei der Reiterhalle, nehmt ihr ein bisschen Sand. Und bei eurem Pferdestall könnt ihr Stein nehmen, Beton nehmen. Macht euch das, wie ihr wollt. Wir werden aber den Boden noch weiter bearbeiten. Es kommt dann natürlich auf die Boxen der Pferde an. Da werden wir das Ganze auch noch ein bisschen mit Stroh ausbasteln. Sei es wie es sei. Du hast jetzt natürlich den Boden ausgewechselt oder machst es im Nachhinein. Wir gehen jetzt erstmal so ran, uns, sag ich mal, die Seiten wieder hochzuziehen und das Dach schon mal aufzusetzen. Ich nehme jetzt einfach mal weißen Beton und ich fange jetzt erstmal bei der Box an der Pferde. Ich lasse jetzt vorne zwei Blöcke Platz, dann setze ich mir jetzt hier eine Betonreihe rauf und gehe jetzt immer zwei Blöcke ein bisschen schmaler zur Seite. So, das machen wir insgesamt viermal. So, das habe ich jetzt schon. 1, 2, 3, zack. Das wäre dann hier das vierte Mal. 1, 2, 3, 4. Schick. So, dann machen wir so ein letztes Mal und dann haben wir oben vier Blöcke. So, das ziehen wir natürlich auf der anderen Seite hinterher. Ich hoffe, du hast es jetzt schon behalten. Ansonsten, wir gehen nochmal so voran. Also wir machen immer das Ganze zwei schmaler. Da fangen wir vorne schon so an. Zack, zack, zack. Bis wir oben am Ende ankommen, dass wir hier eine Ebene nur noch von vier Blöcke haben. Bei unserer Reithalle wollen wir das Ganze ein bisschen höher ziehen. Wir werden das Ganze um zwei Blöcke einfach hier erweitern. Das kann man hier so lang ziehen. So, dann gehen wir auch hier wieder zur anderen Seite, ziehen das jetzt aber mal rüber bis komplett hier so zum Schluss. Ja, und das Dach werden wir natürlich so beibehalten in der Form. Das heißt, wir gehen auch hier wieder immer zwei ein bisschen schmaler nach oben weg. So, das machen wir erstmal ein paar Mal, bis wir auf der gleichen Ebene angekommen sind, wie wir das uns jetzt, sage ich mal, schon so nach oben gezogen haben. Und dann geht es wieder weiter, wie wir es ein bisschen anders verfeinern wollen. So, jetzt komme ich schon oben auf die Ebene an. Wunderbar. So, von hier aus mache ich jetzt mal so, dass ich jetzt hier eine Reihe so lasse. Dann mache ich hier die zweite Reihe auf. So, dann ziehe ich wieder rüber zur anderen Seite. So, ich hier auch zwei ab. Dann mache ich jetzt noch ein letztes Mal. So. Dann habe ich hier oben so um die sechs Blöcke. Das wollen wir auf der anderen Seite auch nochmal machen, Freunde. Das heißt erstmal, wir ziehen uns hier die Reihe nach oben, sodass wir zwei Blöcke überstehen. So. Und dann ziehen wir auch hier das wieder einmal zur anderen Seite. Wunderbar. Und dann machen wir immer zwei Blöcke weniger und ziehen das erstmal wieder bis nach oben weg. Okay, so, ich bin oben angekommen. Ich fange erstmal wieder hier auf der Innenseite an. So, ein freilassen und hier wieder die nächste Ebene hin. Aber hier lassen wir natürlich auf der anderen Seite zwei. Und noch einmal, so dass wir oben am Ende eine Plattform haben von sechs Blöcke. So, die habe ich hier. So, jetzt macht es natürlich wieder Spaß, eine Wand zu ziehen. Wir müssen die Mitte hier einmal zuziehen mit unserem weißen Beton. Und noch hier auf der einen Seite, da müssen wir auch noch mal eine Betonreihe uns hier hinziehen. Ja, so, schickele. Und dann wollen wir jetzt anfangen, uns hier auch das Dach einmal aufzusetzen. So, wir fangen natürlich hier an der Seite einmal an. Und das Dach werden wir mal uns so basteln, dass wir einfach oben drauf hier unseren Beton einmal hinsetzen. Dann ziehe ich mir natürlich hier bis nach oben weg. Und jetzt aufgepasst, jetzt habe ich ja hier nur einen. Und hier lassen wir das Dach so einen überstehen. Dass hier trotzdem dann so ein Zweier ist. So. Bei dem anderen Dach hier, da machen wir das auch. Einmal so schön nach vorne weg. Zack, 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 zack. Und einmal hier dann überstehen lassen. Und darum haben wir hier den Block hingesetzt. Weil das sieht man ja nicht. Nicht so wie auf der anderen Seite. Mal kurz rüberfliegen. So, wenn wir uns hier den einen einsetzen, seht ihr das hier. Also von daher, mein, ja... Ja, ob ihr da jetzt Treppen hinsetzt oder einen Block, Geschmackssache. So, jetzt haben wir natürlich die schöne Aufgabe, ja, das ist wirklich eine schöne Aufgabe, das Dach jetzt einmal bis zur anderen Seite zu ziehen. Und ich weiß ja, ihr seid Profis im Bauen.
Ihr werdet natürlich auch gleich das Ganze einmal überstehen lassen. Ich kenne euch doch. So, weil das hier wirklich sehr lange dauert und das ein langes Zeitraffer wäre, mache ich hier einfach mal einen kurzen Schnitt und bei mir ist auf magischer Weise das Dach gleich fertig. So, mein Dach habe ich mir raufgesetzt. Ich habe jetzt aber mal bei meinen Pferdeboxen mir noch das Dach freigelassen, da ich noch ein bisschen mit Tageslicht arbeiten möchte und nicht im Dunkeln mit euch in die Ställe bauen will. Anders hier als in der Reiterhalle, weil das ist doch schon sehr dunkel. Und dafür wollen wir jetzt ein bisschen Abhilfe schaffen. Und zwar machen wir jetzt ein paar Fenster rein. Wir fangen am besten jetzt erstmal beim Stall hier einmal an. Und zwar hier oben schlage ich mir einfach so ein bisschen was frei. Wir können hier nicht komplett uns alles freihauen, da wir hier natürlich hier das Dach haben. Daher mache ich mir so Fenster hier rein, die auch so ein bisschen schräg runtergehen. Ne, das müsste man sich dann hier so ein bisschen, so ein bisschen anpassen. So, bei unserer Reiterhalle machen wir uns einfach mal, würde ich mal sagen, so 2x4 Fenster rein. Immer mit so einer Strebe dazwischen einmal Platz. So, das ziehen wir hier auch einmal rüber bis zur anderen Seite. Aber auch das können wir nicht komplett hier hinbauen. So, auch hier mache ich mir das Fenster so ein bisschen hin, dass hier halt einer fehlt. Das wirkt einfach schöner, weil das sieht dann so aus, als ob das hier irgendwie so eingearbeitet wurde mit dem Dach. So, ne, dass sich das hier irgendwie so anspielt, genau. So, da setzen wir natürlich unser Glas rein nach unserer Wahl. So, wir fliegen natürlich gleich nochmal zur anderen Seite. Hier wollen wir es hinterher ziehen, das dürfen wir natürlich nicht vergessen. So, einfach hier glatt einmal ran. Zack, schlagen wir das frei für unser Fenster. Und bei der Reiterhalle, diese 2x4 Fenster, das sieht doch schick aus. So, so lange machen wir das, bis es nicht mehr geht. Ja, hier kommt das Fenster, wo wir das nicht komplett so ausbauen können. Aber das ist nicht so schlimm, das setzen wir dahin. So, ich bin gerade über der Reiterhalle. Und zwar bei diesem Dach möchte ich mir gerne Dachfenster machen, weil es ist einfach besser für die Ausleuchtung von dem Innenbereich. Und da fällt mir gerade auf, ich habe hier gar nicht alles so überstehen lassen. Schlimm, schlimm, schlimm. So, das machen wir hier mal hinterher. So, okay. So, jetzt fliege ich einmal aufs Dach. Und zwar fange ich oben hier bei der ersten Strebe an, die so ein bisschen tiefer geht. Und zwar zählen wir jetzt hier einfach mal so, dass wir hier insgesamt 7 Blöcke Platz haben an der Seite. Und dann schlage ich mich hier dreimal so weg. Ich nehme immer gerne so Hilfsblöcke, dann kann ich das immer besser einschätzen. So, 7 Stück. Genau. Und das wollen wir mal hier so ein bisschen runterziehen. Und zwar machen wir das so lange, bis wir, sag ich mal, hier so etwa ankommen. Was ist denn das jetzt hier? Erste Zweierstrebe, zweite, dritte, vierte. Und ab der fünften machen wir nur einen rein. Genau. So, dann schlagt ihr hier das mal so weg, dass wir das Ganze hier auf eine Dreierbreite haben. Und da könnt ihr jetzt auf der Ebene von dem Dach einfach Glasblöcke einmal reinsetzen hier. So. Ganz brav machen wir das. Und wenn ihr das hier oben hingesetzt habt, könnt ihr das nochmal ein bisschen anpassen oder befestigen mit einfach ein paar Stufen. Da setzt ihr oben eine hin und unten eine hin. Weil ja Licht durch Stufen geht, macht es natürlich auch Sinn, dass wir darunter halt auch den Glasblock haben. So, so nochmal nachgeguckt. Wenn wir dazwischen einfach 5 Blöcke Platz lassen. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt mache ich hier wieder diese Dreier-Ding weg. Dann wieder 5 Blöcke Platz lassen. So, wieder zum Dreier hin. Ups, nicht zu viel weghauen, sonst haut das nicht hin. So, gucken wir hier auch nochmal. Oh, immer schön 5 dazwischen Platz lassen. Dann gucke ich. Jetzt habe ich hier einen mehr. Habe ich mich hier irgendwo verzählt? 5. Ach, kein Wunder, dass es nicht aufgeht. Beim Original habe ich in der Mitte 4 genommen statt 3. Also vom Dachfenster. Also das hier mache ich jetzt zu der Seite, wo wir da vorne gehen, einen einfach breiter und dann geht das auf. Wartet mal, so 3. Dann habe ich hier wieder 5. Hier 3, habe ich hier 7, genau. Also das denn in der Mitte, das machen wir einfach auf 4 breit und dann passt das. Dann geht das auf. So, jetzt kann ich noch einmal reingehen, mir das innen drin einmal angucken. Ja, schon ein bisschen besser ausgeleuchtet. So, wenn das eigentlich reicht, können wir unten in den Wänden auch noch ein paar Fenster reinmachen. So, dann mache ich mir das Ganze jetzt einfach mal so. Muss ich selber nochmal gucken. So, dass ich mir einfach 2 Blöcke jetzt hier so zwischen Platz lasse. Und dann mache ich mir ja auch hier wieder 4 Blöcke rein. Dazwischen dann wieder 4 Blöcke Platz lassen. So, und dann wieder 4 weghauen. Immer so ein bisschen im Wechsel. Da setze ich jetzt unten einmal meine Fichtenstufen hin und oben die Eichenstufen.
Sie sollen so ein bisschen zu der Wandfarbe passen, dass es hier so ein bisschen so verschwimmt. Und dann setze ich mir hier überall einmal hin. Und diese Fenster, die können wir jetzt hier auch auf der Seite wieder machen. Auch hier wieder ganz außen zwei Blöcke Platz lassen. Und vier hin. Dann vier wieder da lassen. Darf man sich natürlich nicht so einfach hier verzählen. Dann müsste das perfekt aufgehen. So, zack. Wieder vier. Wunderbar. Und der letzte. Okay. Und ihr seht, geht auf. Perfekt. Abgezählt. So. Zum Schluss auf der Rückseite auch. So, vier wieder da lassen und vier weghauen. Und dann habe ich hier auch nochmal meine zwei. Okay. So, Massenarbeit. Wieder die Stufen einmal reinziehen. Wenn wir denn diese Fenster fertig haben, geht's ran, dass wir das Dach jetzt vollenden wollen. So, dafür holt euch einfach mal polierte Schiefer, tiefer Treppen und Stufen und Mauern mal raus. Und wir werden wieder mein klassisches Dach bauen. Und zwar immer bei so einem Übergang setzt ihr einfach die Treppen hin. Und da, wo es gerade ist, kommen die Stufen hin. Sieht doch schon gar nicht mal so schlecht aus, wenn wir das jetzt darunter noch so ein bisschen verkleidet haben. Wer will, kann jetzt noch ganz einfach, ich würde mal sagen, ein paar Regenrohre noch machen. Ich mache mir mal auf der Außenseite, einfach hier mal, so ein Regenrohr hin. Wir können da oben dann einfach so einen Trichter hinsetzen, dann ist es perfekt verbunden. So, auf der Vorderseite mache ich mir auch noch mal eins, genau hier vorne an der Spitze. So, neben unserem Fenster. Zack, bis nach oben hin. Stufe weg. Trichter hin. Und eins würde ich gerne mir hier noch hinsetzen. Ich werde mir aber jetzt hier mal die eine Treppe zu einer Mauer umbasteln und da mir dann einfach mein Regenrohr ansetzen. So, und wer denn auch möchte, kann unter den Mauern, sag ich mal, sich eine Eisenfalltür machen, um so darzustellen, dass das Regenwasser da dann in diesem Gully gleich abgeleitet wird. Aber das kommt natürlich immer darauf an, ja, wie du die Umgebung noch bastelst. Als nächstes machen wir uns ran an die Türen oder Tore von unserer Reiterhalle. Es gibt zwei Varianten, die ich dir anbiete. Und zwar Nummer 1. Erstmal nimm dir einfach ein paar Mauern hin. Und ja, wir bauen heute mal Türen aus Mauern. Und zwar Nummer 1 wäre, du machst die jetzt erstmal so zu. Du kannst natürlich da auch Glas reinmachen, da kann man da so reingucken. Dann wäre das erstmal so fertig. Ne? Einfach so zu. Oder Variante 2, was ich auch ganz schick finde, ist die einfach mal als offen zu bauen. So, das heißt, erstmal an den Seiten platziert ihr euch die Mauern und dann zieht ihr euch das hier noch einmal so nach vorne weg und zwar lasst ihr das dann einfach zwei so nach vorne überstehen. So, und ich finde das immer ganz schick, wenn wir hier auch Glas reinsetzen. Na, mal können wir komplett so machen. So, ne, das wäre dann so auf und zu. Jetzt haben wir bei den Mauern, sag ich mal, hier oben das so, dass das hier so ein bisschen eingebuchtet ist, ne? Das ist an den Seiten, dass hier so übersteht. Um das zu verhindern, nehmt ihr einfach Barriereblöcke und dann seht ihr, dass die Mauer sich anpasst und dann ist die perfekt glatt. Ja, dann ist das nicht so, sondern schön glatt. Das sieht doch schick aus. Ja, und das könnt ihr dann natürlich auf der Vorder- wie Rückseite machen. Ihr könnt das auch wechseln. Das heißt, ihr macht auf der einen Seite das hier auf. Das heißt, in der Reiterhalle auf der anderen Seite macht ihr das dann auch auf und dann auf der anderen Seite halt den Stall hier, macht ihr zu, wie ihr wollt. Wenn wir ja gerade bei den Türen sind, geht mal rein in eure Reiterhalle oder in den Stall. Und zwar möchte ich gerne noch eine Verbindung machen vom Stall in die Reiterhalle. Das ist jetzt egal, wo ihr das machen könnt. Ihr könnt euch das verteilen, wo ihr wollt. Und zwar werde ich mir jetzt erstmal, habe ich jetzt hier eine 5er Breite. Das machen wir mal auf 7. So, genau, erstmal auf eine 7er Breite. Schlage ich mir bis oben hinweg, bis zu meinem Holz. So, da setze ich mir jetzt einfach mal Steintreppen oben hin. Und dann kann ich mir hier einfach mal, ich würde mir so eine Schiebetür hier machen wollen. Muss ich selber mal gucken. So, ich mache mir auch hier wieder ein bisschen Glas mit rein. So. Ja, dann wird das hier meine Schiebetür. Ein Griff vorne ran. Und dann komme ich hier in Halle rein. Man kann jetzt noch den Rahmen ein bisschen verbessern. Da kann man hier so ein paar Schmelzöfen nehmen. So. Dann sieht das wirklich aus wie so eine Schiebetür.
Aha. Und dann kommt ihr hier in Halle für Halle rein. Ja, wir könnten auch komplett hier das mit Glas machen. Wie man will. Na gut, sei es wie es sei. So, jetzt fangen wir an mit unseren Pferdeboxen. Und zwar insgesamt 7 Stück haben wir ja und die sind immer gleich aufgebaut. So, ich nehme jetzt mal ein bisschen Kupfer. Und zwar dieses fertige, gewachste, oxidiertes Kupfer. So. Ich fange gleich am besten hinter unserer Tür hier einmal an. So, und zwar die Boxen befinden sich immer von einer Breite von insgesamt 4 Blöcken. Also 4 Blöcke Platz hat, sage ich mal, unser Pferd. So, dann machen wir dann an den Seiten einfach mal mit unserem Kupfer vorne. Dann nehme ich mir meine Steinblöcke dahinter einmal. Die ziehe ich mir hier bis zur Wand einmal hin. Und von der Tür, sage ich mal, vorne haben wir eine Fläche von, ja, das sind ja auch nochmal 6 Blöcke Platz. Also man hat hier genug Platz in der Mitte, auch wenn man so ein Pferd aus der Box später holt. So, auf unseren Steinblöcken platziert ihr dann nochmal eine weitere Reihe von unseren Holzblöcken. Darauf könnt ihr mal einmal eine Zaunreihe euch hier setzen. Und auf den Zaun macht ihr euch einfach ein paar Falltüren rauf. So, ganz schickele. Dann ziehen wir unser Kupfer nochmal nach. Machen wir mal auf 2 Blöcke hoch. Ganz oben setzt ihr nochmal eine Steinstufe hin. So, und jetzt kommen wir schon zur Tür vorne. Und da werden wir das jetzt mit Treppen bauen. So, 2 Treppen so normal umgedreht nach vorne. An den Seiten lassen wir das einmal so andecken, dass wir hier so ein kleines Loch darunter entsteht. In der Mitte machen wir einfach so, dass die Treppen sich so gegenseitig angucken. Und dann nehmt ihr gleich ein paar Eisengitter und setzt die hier einmal ringsrum. Auch so, dass sich das komplett verbindet. Das Schöne ist, die verbinden sich ja nicht mit den Stufen, dann erhalten wir diese Struktur von unserem, ja, Pferdestall. So, von unserer Pferdebox, eher gesagt. Ihr könnt natürlich unten den Boden noch ein bisschen mit Heu auskleiden, dass das nicht komplett auf Stein ist. Ihr könnt auch komplett alles mit Heu machen, wie ihr wollt. Ja, wäre natürlich schicker, wenn das alles komplett mit Heu ist. Ja. So, und das heißt jetzt, Box für Box müssen wir so bauen. Du kannst natürlich dir das auch ein bisschen vereinfachen. Und zwar, du machst dann immer ein bisschen Massenarbeit. Das heißt, du lässt dann immer so 4 Blöcke Platz, setzt dir deine Kupferdinger hin, Stufe rauf, Mauer dahinter gleich. Und das macht ihr halt immer wieder, bevor ihr den Block wechselt. So geht das viel schneller. Und dann ist das eigentlich gar kein Problem, sich hier diese Boxen damit einfach hinzubauen. Wenn man sich, sage ich mal, die Boxen immer so weiter und weiter baut, habt ihr am Ende irgendwann hier auch so eine Reihe Platz. So, das heißt, man könnte theoretisch hier auch noch sich eine Box reinbauen, aber dann wäre der Platz hier dazwischen am Ende hier mit 3 ja ein bisschen eng. Daher habe ich hier um eine weitere Box verzichtet und würde mir hier einfach mal irgendwie ein Depot für Heu oder sowas bauen, irgendwie solche Heuballen, dass ihr hier so das Futter für die Tiere aufbewahrt. Würde Sinn machen. Oder man macht sich so eine kleine Waschanlage rein, dass man das Pferd auch mal waschen kann, wie man will. Aber ich finde, wenn man neben den Ställen, sag ich mal hier, sich einfach ein bisschen Futter platziert, macht am meisten Sinn. Und wenn ihr euch mal so eine Pferdebox anguckt, wäre ja sehr traurig, wenn das Pferd die ganze Zeit hier drin stehen muss. Von daher werden wir jetzt mal rausgehen aus dem Pferdestall und werden jetzt noch so ein kleines, ja, Auslaufgitter hier einmal bauen, dass das Pferd selber entscheiden kann, will ich draußen stehen oder will ich in der Box stehen. Ja, das ist eigentlich relativ einfach aufgebaut. Und zwar, ich nehme jetzt erstmal meine Steinblöcke und ich gucke jetzt einfach hier so von der Seite, so beim zweiten hier von der Tür, gucke ich mal, 2 Blöcke Platz lassen, Blöckchen hin, noch 2 frei, wieder ein Block hin. So, hier in der Mitte haben wir natürlich 3 Blöcke, dann können wir schon in der Mitte zack, zack, zack uns das hier mal einmal ziehen. So, dann nehmt ihr einfach ein paar Steinstufen und verbindet das unten einmal. So, dann macht ihr euch hier schon so eine kleine Abtrennung. Das wäre natürlich noch zu niedrig, ist nur eine Blockhöhe, das heißt, das Pferd kann da rüber springen. Das müssen wir natürlich jetzt nochmal erweitern. So, um das Ganze ein bisschen freundlicher aussehen zu lassen, nehme ich jetzt ein paar Mauern, setze sie mir auf meinen Steinblöcken hin und darauf setze ich mir wieder eine Stufenreihe einmal lang. So, und dann ist das, sag ich mal, schon so eine Höhe, dass hier eigentlich keiner rüberspringen kann. Jetzt können Pferde bis zu 5 Blöcke hoch springen, wenn sie wollen. Das heißt, es sieht zwar schön aus, so als Box, aber euer Pferd kann, wenn es, sage ich mal, die Eigenschaften besitzt, darüber springen. Wie verhindere ich denn jetzt, dass mein Pferd aus so einer Box abhauen kann? Da muss man sich erstmal Gedanken machen. Ne? Wäre ja schade drum, wenn du, sage ich mal, deine ganzen Pferde hier einzäunst, bist unterwegs und am nächsten Tag sind sie alle irgendwo anders, weil die alle hier rausgehoppelt sind. So, da gibt es einen Trick.
Und zwar, wir hatten ihn schon verwendet, den Barriereblock. Ne? Ich würde dir einfach raten, mach dir einfach mal eine Ebene Barriereblöcke einmal darüber. So, dann kann das Pferd da nicht mehr rausspringen. Aber wenn du mal schnell da rein willst und nicht durch das Tor gehst, dann machst du dir irgendwo zwei Blöcke weg und kannst dann immer hier so rein und raus. Musst du dir nur merken oder behalten, du kannst da mal reingehen. So, dann kommt das Pferd da nicht raus und du kommst trotzdem zum Pferd hier auch von draußen einmal reingehen. Falls du natürlich Barriereblöcke nicht zur Hand hast, mach es nochmal um eine Reihe höher, ne, bis hier zu dieser Stufenreihe, dann kann das Pferd auch nicht drüber springen unbedingt. Aber optisch gesehen ist das die bessere Wahl. Was man auch noch machen kann, ist bei unserem Pferdestall würde ich auch noch mal ein paar Fenster reinhauen wollen. Einfach um freundlich zu sein zu unserem Pferdchen. Dann nehme ich jetzt aber nur Falltüren, um mir die ein bisschen zu verkleiden. Aber ich lasse das so ein bisschen so ähnlich wie auf der anderen Seite, dass ich das auf eine Vierer Länge mache, aber nur auf einer Höhe. So, hier hinten auf der einen Seite mache ich mir das auch noch mal. Aber hier werde ich mir auch nur ein Fenster machen, weil hier kommen dann schon die Boxen hin und hier drin ist ja drin das Futter und naja, da kann man ja machen, wie man will. So, Rückseite auch nochmal so ein vierer Fenster. Wunderbar. Was wir jetzt noch machen wollen, ist einfach mal noch irgendwie, ja, dekomäßig was am Haus zu platzieren, hier von unserer Reiterhalle. Und zwar hier oben haben wir so eine große Fläche, da hatte ich lange überlegt, was mache ich da hin, mache ich da ein Fenster hin, mache ich da ein Hufeisen hin oder mache ich, wie du es im Hintergrund siehst, ein Pferdchen hin. Und ein Pferdchen ist, glaube ich, die beste Variante. So, wie baut man sich denn jetzt in Minecraft ein Pferd am besten hier hin? So, ja, da muss man ein bisschen rumexperimentieren, bis man da am Ende, sag ich mal, zu der Variante kommt, die man, sag ich mal, toll findet. Und das kann wirklich dauern, sag ich dir. Bis man hier so rauskommt oder bis man so weiß, so, hey, wie will ich mir mein Pferdchen designen? Da muss man auch ein bisschen überlegen. So. Mit Falltüren kann man auch so ein bisschen arbeiten. So, mache ich mir noch meine Mähne hier hin. Das sieht doch gar nicht mehr so schlecht aus. Ich glaube, ich mache hier doch eine Stufe hin. Genau, so sieht das doch gut aus. Okay, das machen wir nochmal auf der anderen Seite. So, das muss man ein paar Mal machen. Dann ist das auch drin. So, den Huf hier einmal hin. Dann mache ich hier einen Block hin. Da mache ich auch nochmal einen Block hin. Da unter Stufe. So, der Sattel. So. Das Köpfchen vom Pferd machen wir vorne hin. Und noch so einen kleinen Schweif hinten ransetzen. Fertig. Na, mit Falltür noch so ein bisschen verfeinern. Ja. Vielleicht auch hier noch eine. Na, da kann man sich austoben. Okay, mein Pferdchen ist da. Jetzt könnte man schon fast sagen, die Reiterhalle ist fertig. Jetzt fehlt noch eine Sache und zwar... Gut, jetzt hier habe ich mein Dach natürlich nicht zugezogen, ist aber nicht so schlimm. Hier ist noch ein bisschen Beleuchtung drin. Beim anderen hier haben wir, sage ich mal, in der Decke schon Lichtquellen reingesetzt. Und ich finde jetzt, sage ich mal, die Decke, wenn die jetzt so rot ist, ja, gefällt mir nicht so ganz so doll. In Minecraft können wir ja Decken verkleiden, das heißt, du kannst jetzt dahin fliegen. Und innen drin auch nochmal einfach, ich nehme jetzt hier glatte Quarzstufen und Treppen und setze mir darunter das einfach nochmal komplett hier in weiß in meiner Reiterhalle. Ja, das finde ich ganz schick, wenn man hier die ganze Halle sich mit verkleidet, wäre super. So, bei dem Pferdestall mache ich das Ganze ein bisschen anders. Und zwar, ich habe mir ja bei meinen anderen da drüben oben keine Dachfenster gemacht. Was man auch machen kann, wenn man will, ist nicht so schlimm. Könnt ihr euch ja gerne machen. Ich werde darauf aber verzichten. Ich werde mir das innen drin alles komplett verkleiden. Das heißt, ich werde mir jetzt hier unter der ersten Blockreihe einfach eine Stufenreihe lang ziehen. Und danach mache ich das auch wieder so weiß. Sag ich mal, ne? Dass ich mir das hier wieder so im Wechsel so halt so lang ziehe mit meinen Treppen und Stufen. Und da kann man jetzt, sag ich mal, jetzt hier finde ich das gar nicht mal so verkehrt, wenn man das macht, sich so ein Muster nochmal von der Decke reinziehen, dass das so ein bisschen stabil wäre. Weiß ich, da kann man so fünf Blöcke freilassen oder immer hier unter hier so einen Träger von so einem Pferdestall. Setze ich mir dann einfach so das gleiche Material, nur halt dann mit Holzhammer hin, so statt Treppen und Stufen hier so zack in der Holzvariante. Und dann stütze ich damit so ein bisschen das Dach einmal ab. Und wie das aussieht, gucken wir uns mal drüben in der anderen Halle an. Zuallererst natürlich die Reiterhalle, wie sie aussieht, wenn alles mit Weiß verkleidet ist. Und ich muss wirklich sagen, das wird ganz anders. Das sieht ganz schick aus. So, da gucken wir nochmal rüber hier in die Pferdeboxenhalle. So, auch hier habe ich mir das oben halt so ein bisschen verkleidet. Mit meinen Holzstreben. Und finde ich auch gar nicht mehr so verkehrt. Man kann natürlich sich hier... Dachluken noch einbauen, dass hier auch ein bisschen Sonnenlicht von oben kommt, aber muss man ja nicht.
Kann man machen, muss man nicht. So, hier habe ich meine Futterecke, so ein paar fette Heuballen mir hingemacht, dass ich hier immer die Pferde gleich füttern kann damit. Und ansonsten hier meine Pferdeboxen auch mit Heu innen drin verkleidet. Wir sind jetzt wieder am Ende des Videos angelangt. Die Halle steht soweit. Du musst dir natürlich noch so kleine Feinheiten hier machen, vielleicht noch den Boden reinziehen. Und dann kannst du hier anfangen mit deinen Pferden, sag ich mal, hier zu üben, zu trainieren oder sie auch einfach hier zu züchten. Ja, in Minecraft gibt es vieles. Was wir natürlich hier als nächstes bauen werden zu unserer Pferdereiterhalle, weiß ich noch nicht ganz genau. Ich bin auch am Überlegen. Kannst ja gerne mal Vorschläge hier unter das Video schreiben. Aber ansonsten war es das wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche natürlich noch einen schönen Tag, bleib gesund und dann haut's rein und ciao. Lit shit million.